Was machen Sie denn da? Das Quintett liegt auf dem Boden. Herr Caribaldi, morgen Augsburg, nicht wahr? Morgen Augsburg. Das schöne Quintett. Ich habe übrigens den französischen Brief bekommen. Stellen Sie sich vor, eine Garantiesumme. Die Erfahrung zeigt aber, dass man ein Angebot nicht gleich annehmen soll. Das zeigt die Erfahrung. Morgen Augsburg! In Bordeaux, vor allem den Weißen. Was suchen Sie denn da, Herr Caribaldi? Verstaubt. Alles verstaubt. Weil wir auf einem solchen staubigen Platz spielen. Es ist windig hier und staubig. Ja, morgen Augsburg. Morgen Augsburg. Warum spielen wir hier, frage ich mich. Warum frage ich? Das ist Ihre Sache, Herr Caribaldi. Ja, morgen Augsburg. Morgen Augsburg, natürlich. Das Cello auch nur ein paar Augenblicke offen stehen zu lassen. Eine Nachlässigkeit, Herr Caribaldi. Das Maggini, nicht wahr? Nein, das Salò, das sogenannte Ferrara-Cello. Eine instrumentale Kostbarkeit. Aber es kann natürlich nicht nur auf asphaltierten Plätzen gespielt werden. Nördlich der Alpen das Salò, das Ferrara-Cello. Und südlich der Alpen das Maggini. Oder vor 5 Uhr Nachmittag das Maggini und nach 5 Uhr Nachmittag das Ferrara-Cello, das Salò. Ein aussterbender Beruf. Was suchen Sie denn? Das Kolophonium. Das Kolophonium. Natürlich das Kolophonium. Immer wieder das Kolophonium. Weil Sie von der unter Instrumentalisten berühmten Fingerschwäche befallen sind. Haben Sie denn nicht ein zweites, ein sogenanntes Reserve-Kolophonium? Als Kind, Sie wissen, ich spielte die Violine. Als Kind hatte ich 2 smaragdgrüne Schachteln. In jeder dieser smaragdgrünen Schachteln hatte ich ein Reserve-Kolophonium. Das, worauf es ankommt, immer in Reserve, wissen Sie. Man muss, ist man ausübender Instrumentalist, Kolophonium in Reserve haben. Na, morgen in Augsburg. Morgen in Augsburg, Herr Caribaldi. Da, unter dem Kasten. Muss es sein. Man erwartet mich in Bordeaux. Ein 5-Jahres-Vertrag, Herr Caribaldi. Meine Tellernummer ist übrigens eine ausgesprochen französische Nummer. 6 auf der linken, 8 auf der rechten, nach und nach in Musik gesetzt, müssen Sie wissen. Und Bekleidungszuschuss extra. Ich habe einen neuen Anzug an. Pariser Samt, Pariser Seide. Von Alexandre, müssen Sie wissen. Eine elegante Fütter. Aber sehen Sie, da ist das Kolophonium. Da ist es! Sie sollten sich eine zweite Schachtel in Augsburg kaufen. Morgen in Augsburg. Man erwartet mich in Bordeaux. Sarasani, das ist immer ein Triumph. Höchste Klasse, Herr Caribaldi. Und von Bordeaux bis hinunter nach Portugal. Lissabon, Oporto, wissen Sie. Für einen Jongleur, der die französische Sprache nicht beherrscht, nicht das Einfachste. Aber ich beherrsche die französische Sprache. Das Französische ist die Muttersprache meiner Mutter gewesen. Pablo Casals hatte immer 5 oder 6 Stücke Kolophonium in Reserve. Morgen in Augsburg. Morgen in Augsburg. Diese außerordentliche Frau, meine Mutter, ist übrigens in Nantes aus der Kirche ausgetreten. Alle Augenblicke fällt mir das Kolophonium aus der Hand und auf den Boden. Die Fingerschwäche, Herr Caribaldi.
möglicherweise altersbedingt. Eine zweite Schachtel Kolophonium. Seit Jahren sage ich, kaufen Sie sich eine zweite Schachtel Kolophonium. Morgen in Augsburg. Unter den Kasten. Dahin. Immer unter den Kasten. Dahin. Das ist doch sehr interessant. Die Fingerschwäche und das Fallgesetz. Seit ein, zwei Jahren kann ich das Kolophonium nur schwer in der Hand halten. Ihre Hand ist an die Peitsche gewöhnt, nicht an das Kolophonium, Herr Caribaldi. Den ganzen Tag denke ich, wie lange probieren Sie das Quintett? 15 oder gar 20 Jahre? Soweit ich zurückdenken kann, von dem ersten Tag an, in welchem ich mit Ihnen zusammen bin, erinnere ich mich, sitzen Sie hier auf dem Sessel und probieren das Forellenquintett. Das Forellenquintett übe ich 20 Jahre. Genau genommen das 22. Jahr. Eine Therapie, müssen Sie wissen. Spielen Sie ein Instrument, ein Saiteninstrument, hat mein Arzt gesagt, damit Ihre Konzentration nicht nachlässt. Denn vor nichts hatten Sie mehr Angst als vor dem Nachlassen Ihrer Konzentration. Die Konzentration darf nicht nachlassen. Damals, vor 22 Jahren, hatte meine Konzentration plötzlich nachgelassen. Auf dem Peitschenknall keine Präzision. Verstehen Sie? Keine Präzision auf dem Peitschenknall. Die Pferde reagierten nicht mehr. Nicht präzise. Nicht mit der erforderlichen Präzision. Und jetzt spiele, oder besser gesagt übe, ich 22 Jahre das Cello. Und 22 Jahre das Forellenquintett. Ein Künstler, der eine Kunst ausübt, braucht eine andere zweite Kunst. Die eine Kunst aus der anderen, die einen Kunststücke aus den anderen. In dieser Hand sehen Sie das Unglück. Ich lasse das Kolophonium fallen. Und der Kopf ist zur Konzentration nicht mehr fähig. Plötzlich lässt die Konzentration nach. Die Liebe zur Artistik allein. Allerdings, die Kunst ist nichts als Wechselwirkung. Artistik, Kunst, Kunst, Artistik. Verstehen Sie? Ich bin neugierig, ob heute die Probe zustande kommt. Ihre Enkelin ist kränkelnd. Der Spaßmacher hat etwas im Hals. Und der Dompteur ist auch heute wieder ein Opfer seiner Melancholie. Dies ist ein Begriff, Herr Caribaldi, ein medizinischer Begriff. Die letzte Probe ist ein Skandal gewesen. Das möchte ich nicht mehr erleben. Einen betrunkenen Dompteur, dem es Mühe macht auf den Beinen, einen Spaßmacher, dem fortwährend die Haube vom Kopf fällt, eine Enkelin, die mir durch ihre Existenz allein auf die Nerven geht. Die Wahrheit ist ein Debakel. Der Mittwoch ist immer ein schlechter Tag. Aber auch der Samstag ist kein guter Tag. Auch die Tiere sind am Mittwoch anders als am Samstag. Am Samstag anders als am Mittwoch. Aber von den Menschen, noch dazu Artisten, Künstler, Herr Caribaldi, kann man doch die Beherrschung erwarten. Wenn es nur einmal, nur ein einziges Mal gelänge, das Forellenquintett zu Ende zu bringen. Nur ein einziges Mal eine perfekte Musik. Ein Kunstwerk, Herr Caribaldi. Diese Übung zur Kunst zu machen. Ohne Zwischenfall, ein so schönes Stück. Eine so hohe Literatur, müssen Sie wissen. In diesen 22 Jahren ist es nicht ein einziges Mal gelungen, das Forellenquintett fehlerfrei, geschweige denn als ein Kunstwerk, zu Ende zu bringen. Immer ist einer darunter, der alles zerstört. Durch eine Unachtsamkeit oder eine Gemeinheit.
Konzentrationsunfähigkeit, Herr Caribaldi. Einmal ist es die Violine, einmal ist es die Viola, einmal ist es die Bassgeige, einmal ist es das Klavier. Dann wieder bekomme ich selbst diese fatalen Rückenschmerzen. Ich krümme mich vor Schmerz, wissen Sie? Und das Musikstück fällt auseinander. Habe ich den Spaßmacher so weit, dass er sein Instrument beherrscht, verliert der Dompteur auf dem Klavier seinen Kopf. Und meine Enkelin, die ja jetzt schon 10 Jahre auf der Viola spielt, zieht sich wie letzten Dienstag einen Schiefer ein. Mit schmerzverzerrtem Gesicht kann man nicht Schubert spielen. Schon gar nicht das Forellenquintett. Ich habe nicht wissen können, dass der Tonkunst dienen so schwierig ist. Und allein kann ich das Quintett nicht spielen. Es ist ein Quintett. Die große Anhänglichkeit einerseits, die ich empfinde. Bordeaux, Frankreich, Herr Caribaldi, andererseits. Kleidung extra, verstehen Sie? Und den ganzen Winter die Riviera auf und ab. Und die Möglichkeit, mit meiner Schwester zusammenzuarbeiten. Was alles anders in Frankreich, Herr Caribaldi. Das Unmöglichste eine Wohltat. Wie Sie wissen, liebe ich es außerordentlich, an der Atlantikküste frische Muscheln zu essen. In weißem Bordeaux. Die deutsche Sprache verdummt mit der Zeit. Die deutsche Sprache drückt auf den Kopf. Extra Kleidungszulage und die französische Frischluft, Herr Caribaldi. In dieser Haltung des Oberkörpers war Casals angelangt. Auf dem Höhepunkt. Der ständige Luftwechsel, einmal nördlich, einmal südlich der Alpen, schadet dem Instrument. Immer muss es gestimmt werden und immer nach anderen Gesichtspunkten. Für jede Luft, für jeden Ort extra. Extra! Aber die sogenannte Kammermusik ist in Ihrer Familie, auch in meiner Familie. Und immer ist es das Forellenquintett. Am besten, sagt sie selbst, in Prag. Am allerschlechtesten auf der Theresienwiese. Morgen Augsburg! Auf der Theresienwiese. Die Kunst ist ein Mittel für eine andere Kunst. Immer ist es die letzte Vorstellung. Noch während der Tellernummer wird das Zelt abmontiert. Weil ich hinaufschauen muss, sehe ich, wie das Zelt abmontiert wird. Das Publikum nimmt natürlich diesen Vorgang nicht wahr. Die Konzentration des Publikums ist auf mich gerichtet. Ein Vorteil, wenn man eine französische Mutter hat. Wie Sie wissen, ist mein Vater aus Gelsenkirchen. Ein unglücklicher Mensch. Eine Zeit lang hat er sich mit Schiffbau beschäftigt. Bei 18 höre ich auf. 18 Teller, nicht mehr. Plötzlich hatte ich Angst, Herr Caribaldi. Ihre Weste ist schmutzig, Herr Caribaldi. Ihre Weste ist schmutzig, Herr Caribaldi! Wenn man den ganzen Tag auf dem Boden herumkriecht, auf der Suche nach dem Kolophonium. Man macht mir das Angebot, in der Kuranstalt von Rouen einen ganzen Abend allein zu bestreiten, verstehen Sie? Zur Tellernummer, auch noch die Nummer mit dem Pudel, mit dem Kunstpudel. Ihre Kunstpudelnummer. Diese Nummer mit dem Kunstpudel, die Sie mir verboten haben. 2 Jahre an diese Nummer geopfert und dann haben Sie sie mir verboten. In Rouen kann ich diese Nummer zeigen und meine Schwester als Assistentin ist akzeptiert. Sarasani, Herr Caribaldi. Ihr eigener Satz ist der Satz. Weggehen, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, weggehen. Ich gehe nach Frankreich, Herr Caribaldi. Morgen Augsburg! Morgen Augsburg! Sarasani, Herr Caribaldi! In Wirklichkeit ist es gar nicht die Tellernummer. Auch ich bin es nicht. Es ist die Violine, Herr Caribaldi.
Es ist das Forellenquintett, das ohne mich nichts ist. Sie haben mich gezwungen, die Violine zu spielen, weil ich in einer unglücklichen Verfassung gesagt habe, mich verraten habe, dass ich als Kind auf der Violine gespielt habe. Sie haben mich zur Violine zurückgezwungen, mit unglaublicher Rücksichtslosigkeit. Und ihrer Enkelin haben sie die Viola aufgezwungen und dem Spaßmacher die Bassgeige und dem Dompteur, ihrem Neffen, das Klavier. Aufgezwungen! Aufgezwungen! Dabei ist ihrem Neffen das Klavierspielen verhasst. Durch diese Tür kommen ihre Opfer herein, Herr Garibaldi. Ihre Instrumente, Herr Garibaldi. Nicht Menschen, Instrumente! Ihr Neffe, der Dompteur, hatte einmal die Idee, das Klavier zu zertrümmern mit der Hacke. Er hat es nicht getan, obwohl die Hacke schon in der Luft war. Ich habe das verhindert. Sie kennen die Brutalität Ihres Neffen. Wie Sie selbst sagen, das Tier. Nein, nicht so ich. Vielleicht eine sogenannte Sinnesverwirrung. Aber allein die Vorstellung des zertrümmerten Klaviers und denken Sie, des von Ihrem fleischlichen Neffen zertrümmerten Klaviers. Kopfschmerz. Kopfschmerz. Ich nahm ihrem Neffen die Hacke weg. Bei dieser Gelegenheit behandelte ich ihren Neffen, wie ihr Neffe seine sogenannten wilden Tiere behandelt. Ich ging auf ihn zu. Ich redete ihm gut zu. Ich beruhigte ihn. Dann gab ich ihm das Versprechen, dass ich ihm das Geheimnis meiner Kunstpudelnummer verrate. So hatte ihr Neffe die Hacke über dem Kopf. Wie leicht für ihn, das Klavier mit einem einzigen Hieb zu zertrümmern. Sie kennen seine Kraft. Sie kennen seine Entschlusskraft. Ich habe mein Versprechen nicht halten können, weil Sie mir mit Entlassung gedroht haben, wenn ich Ihrem Neffen die Schliche, oder sagen wir besser, die Kunst der Kunstpudelnummer klar mache. Ich war auf Ihre Hilfe angewiesen. Die Tellernummer ist noch nicht in der Weise entwickelt gewesen, dass ich mich hätte selbstständig machen können. Ich habe Sie nicht erpressen können. Sie haben mich erpresst. Ich war Ihnen wieder ausgeliefert. Mein Neffe spielt, solange ich darauf bestehe, auf dem Klavier, haben Sie gesagt. Dort in der Ecke haben Sie das gesagt. Das war endgültig. Sie beherrschen Ihren Neffen wie Ihre Enkelin. Der Spaßmacher macht seine Späße nur, weil Sie ihn dazu zwingen. Alle diese Leute sind Ihnen ausgeliefert. Wenn einer von diesen Leuten sich einmal untersteht, nicht zu kommen, das Forellenquintett nicht zu spielen, aber Sie unterstehen sich eine solche Ungeheuerlichkeit nicht. Alle diese Leute sind Ihnen ausgeliefert, besitzen nichts und sind Ihnen ausgeliefert. Selbst ich habe nie den Mut gehabt, nicht zu spielen. Gegenteil, feuerte ich die anderen noch an. Der Kopf damit für eine solche Inkonsequenz. Konsequenz, Ihr Begriff. Präzision, Konsequenz, diese zwei, Ihre Begriffe. Aber natürlich leiden Sie auch. Und zwar in der Ihnen eigenen größenwahnsinnigen Vorgangsweise an Ihrer eigenen Rücksichtslosigkeit, Herr Garibaldi. Und die Ursache sind Ihre Rückenschmerzen, ist Ihr Holzbein. Morgen Ausbruch! Ihre schon von Kindheit an angegriffene Gesundheit, Ihre Überempfindlichkeit unter der Schädeldecke, Herr Garibaldi. Der Kranke und der Verkrüppelte beherrschen die Welt. Alles wird von den Kranken und den Verkrüppelten beherrscht. Eine Komödie ist es, eine böse Erniedrigung. Wenn man, wie ich, zugegeben einem Genie, über ein Jahrzehnt lang dient und alles mit einem solchen Gelächter quittiert wird. Aber jetzt habe ich diesen Brief aus Frankreich. Der Direktor des Zirkus Sarasani persönlich schreibt mir,
Wer hat in seinem Leben ein solches Angebot bekommen? Wer? Das Martini. Nein, das Salò, das Ferraracello. Verstehen Sie nicht? Das Ferraracello will ich. Das Ferraracello. Vollkommenheit. Vollkommenheit. Verstehen Sie? Nichts sonst. Mein Neffe, meine Enkelin. Was für Menschen. Und Pablo Casals, was für ein Mensch. Was für Menschen, was für Geschöpfe, was für Unsinnigkeiten. Jeder Einzelne eine unglückliche Natur für sich. Der Herr Spaßmacher, was für eine Unsinnigkeit. Das Fräulein Enkelin. Alle diese Leute, verwandt oder nicht, haben mich nichts als Geld gekostet. Geld und Geduld. Eine lebenslängliche Nervenprobe. Salz, das ist es. Sehe ich meinen Neffen, den Dompteur, denke ich, da geht die Brutalität mit der Dummheit. Sehe ich den Spaßmacher, da geht der Schwachsinn spazieren. Der Schwachsinn verliert die Haube. Sehe ich meine Enkelin, ist es die Niedertracht ihrer Mutter. Geben Sie her. Der Schwachsinn. Ja, Casals. Oder Schopenhauer. Verstehen Sie? Oder Platon. Ich habe einmal geträumt, ich sei in Archangelsk, ohne zu wissen, wie Archangelsk ist. Und ich kenne nichts als Archangelsk. Das ist es, sonst nichts. Verstehen Sie? Und da glauben Sie, weggehen zu können? Sarasani, was ist das? Machen Sie hier in meiner Truppe die Tellernummer. Hier auf diesem Platz. Ihre Kunst vervollkommnen. Aber was? Vollkommenheit. Besser werden. Verstehen Sie? Sonst nichts. Die Probe auf das Exempel machen. Verstehen Sie? Hier ist alles niederträchtig. Hören Sie? Ganz anders. Ganz anders. Hören Sie? Das Salò hat einen ganz anderen Ton als das Martini. Wie spät ist es denn? Sagen Sie mir nicht, wie spät es ist. Das Salò, das Ferraracello. Vor fünf das eine, nach fünf das andere. Das Salò, hören Sie. Die Feuchtigkeit nördlich der Alpen. Sie müssen genau hinhören. Ein ganz anderer Ton. Aber spiele ich das Ferraracello Vormittag, hat es eine verheerende Wirkung. Das musst du dir einprägen, sage ich immer. Vormittag das eine, Nachmittag das andere. Wie Casals. Morgen Augsburg. Zwei Schachteln Kolophonium, Herr Caribaldi. Aber wenn man fortwährend, so wie ich denke, denkt, ist es eine Verrücktheit, das eine Cello am Vormittag, das andere am Nachmittag. Verstehen Sie? Das gilt auch für die Geige. Auch für die Viola gilt das.
Es ist mir noch nie passiert, dass Ferrara-Cello am Vormittag. Noch nie. Und südlich der Alpen genau umgekehrt. Das Talent meiner Enkelin ist kein großes Talent, aber es ist schön. Sie tanzt auf dem Seil, schön. Sie spielt an der Viola, schön. Ein Kind. Und mein Neffe, ein ausgesprochenes Antitalent. Andererseits ist das Klavierspiel ein Mittel für einen Dompteur. Der Umgang mit den Tieren, wissen Sie, umgekehrt. Ja, diese fortwährenden Verletzungen. Morgen in Augsburg muss er einen Arzt aufsuchen. Morgen in Augsburg. In Wahrheit hätte mein Neffe werden sollen, was er ist. Eine durch und durch bürgerliche Existenz. Ich habe ihn in diese Truppe hineingezwungen. Die tödlichen Bisse gegen seinen Vorgänger. Diese tödlichen Bisse. Leopardenbisse. Ja, wir haben die Leoparden erschießen müssen. Dieser arme, von dem Leoparden zerrissene Mensch. Das Quintett schien verloren. Da kam ich auf die Idee, meinen Neffen. Ihren Neffen zum Dompteur und also zum Klavieristen zu machen. Wir hatten einen Dompteur und Klavierspieler. Das Quintett war gerettet. Das Quintett war gerettet. Übrigens hatte mein Neffe nicht nur dieses eine Mal die Idee, das Klavier zu zertrümmern. Immer wieder hat er den Versuch gemacht. Mit untauglichen Mitteln allerdings. Allerdings. Und glauben Sie nicht an die Heuchelei des Spaßmachers. Er hasst die Bassgeige. Meine Enkelin liebt auch die Viola nicht. Geben Sie zu, sie selbst spielen nur widerwärtig auf der Violine. Alles nur widerwärtig. Alles, was geschieht, geschieht widerwärtig. Das Leben, die Existenz, widerwärtig. Die Wahrheit ist, ich liebe das Cello nicht. Mir ist es eine Qual. Aber es muss gespielt werden. Meine Enkelin liebt auch die Viola nicht. Aber sie muss gespielt werden. Der Spaßmacher liebt die Bassgeige nicht, aber sie muss gespielt werden. Der Doktor liebt das Klavier nicht, aber es muss gespielt werden. Und Sie lieben ja auch die Violine nicht. Wir wollen das Leben nicht, aber es muss gelebt werden. Wir hassen das Forellenquintett, aber es muss gespielt werden. Nichts vormachen, kein Selbstbetrug. Was hier ohne weiteres als eine musikalische Kunst bezeichnet werden kann, ist in Wirklichkeit eine Krankheit. Geben Sie mir das Kolonium. Casals. Lächerlich. Die Kunst ist immer eine andere Kunst. Der Künstler, oder sagen wir besser, der Zauberkünstler. Es gibt ja nur Zauberkünstler. Ein anderer täglich, tagtäglich ein anderer. Vor allem darf ein solcher Mensch die Beherrschung nicht verlieren. Seine Eigenschaft schwindelfrei mit seiner Verrücktheit vertraut, wenn er die Intelligenz in Person ist. Alles Unwillkürliche soll in ein Willkürliches verwandelt werden. Die Denkorgane sind die Weltzeugungs- und Naturgeschlechtsteile. Partielle Harmonien. Darauf beruht alles. Es
Es handelt sich hier nicht um Theosophie, wissen Sie? Aber die Verrücktheit dieser Leute ist eine andere Verrücktheit. Wie auch ihre Verachtung. Schwindelfrei einerseits, Verachtung andererseits. Krankheitsvorliebe, Überwindung des Lebens. Todesangst. Verstehen Sie? So macht es Casals. Hören Sie, so macht es Casals. Immer die Neigung zur Unzucht, den Kopf betreffend. In einer Welt der Intoleranz. Jedes Wort ist ein Wort der Beschwörung. Welcher Geist ruft, ein solcher erscheint? Diese Finger machen mich wahnsinnig. Dieser schöne Anzug, dieser gute Schnitt, dieser vertrauenerweckende Farbton. Wie wir unser Denkorgan in beliebige Bewegung setzen. Magische Astronomie, Grammatik, Philosophie, Religion, Chemie und so fort. Begriff von Ansteckung. Sympathie des Zeichens mit dem Bezeichneten. Wahrscheinlich ist das Kolophonium ganz an die Wand geprallt. Ganz an die Wand! Ganz an die Wand! Jedes willkürliche, zufällige, individuelle kann unser Weltorgan werden. So Casals. Es ist eine nervöse Gewohnheit, eine Nervenkrankheit, glauben Sie mir. Das Kolophonium. Wahnsinn. Verstehen Sie? Plötzlich ist es da. Plötzlich. Eine Krankhaftigkeit, eine nervöse Krankhaftigkeit. Eine Gewohnheit. Und sehen Sie, immer in dieser Richtung. Immer unter den Kasten. Gemeinschaftlicher Wahnsinn, Herr Caribaldi. Man hat mir empfohlen, dass ich es anbinde an eine Schnur und mir um den Hals hänge. Wie Fäustlinge, verstehen Sie, um den Hals als Kind. Ach ja, das Fußbad. Komm, mein Kind. Ihr Fußbad, Herr Caribaldi. Wie weit ist die Vorstellung? Waren die Tiere schon? Die Affen? Die Affen. Die Affen, die Affen. Er sucht das Kolophonium. Du hast schön getanzt. Fehlerfrei. Fehlerfrei und schön. Es geht nichts über ein heißes Fußbad. Wenn es gerade so heiß ist, dass man es ertragen kann. Du frierst ja, mein Kind. Morgen sind wir in Augsburg. Morgen in Augsburg. Du musst die Übung machen. Verstehst du? Die Übung. Komm her, mach die Übung. Dann wird dir warm. Dein Großvater meint es gut mit dir. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, 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 so, halt! Äpfel schälen, Schuhe putzen, Milch abkochen, Kleider bürsten.
und pünktlich zur Probe. Verstehst du? Du kannst gehen. Morgen Augsburg. Haben Sie das Kolophonium gefunden? Ein überflüssiges, ein schönes Kind. Casals. Casals. Alles ist Musik. Alles. Die Welt ist der Makroanthropus. Wenn einer den ganzen Tag auf dem schmutzigen Boden herumkriecht, wird er schmutzig. Die Angst ist es. Nichts als die Angst. Vom Sarasani bringt sie aus der Fassung. Aber ich kenne das. Jedes Jahr bekommen sie mehrere solche Briefe. Alle diese Briefe, Angebote, Überangebote. Ich verstehe, mehr Geld, mehr Hochachtung. Der Herr Jongleur verlangen wieder einmal mehr Geld und mehr Hochachtung. Zwei werden durch den Dritten getrennt und verbunden. Aber seien Sie ruhig. Es ist immer das Gleiche. Wenn die Leute sich einen Namen gemacht haben, verlangen sie Geld und Hochachtung. Immer mehr Geld und immer mehr Hochachtung. Die Künstler erpressen mit ihrer Kunst. Wenn das nicht die Perfidie ist, plötzlich fallen einen die Künstler an mit ihren Forderungen. Selbst das Genie wird noch einmal größenwahnsinnig, wenn es ums Geld geht. Hochachtung! Die Artisten... Aber insgesamt alle Künstler erpressen mit ihrer Kunst auf das Rücksichtsloseste. Aber mich beeindruckt das nicht. Und Ihr Brief von dem Direktor des Sarasani ist einer jener hunderte von gefälschten Briefen, die Sie mir in den ganzen 10 oder 11 Jahren, die Sie bei mir sind, schon immer unter die Nase gehalten haben. Zeigen Sie mir das Angebot! Zeigen Sie mir das Angebot! Ein Dummkopf, der heute noch einem Künstler glaubt. Ein Dummkopf. Nicht der Rede wert. Geht die Probe? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. So geht es nicht! So geht es nicht! Es geht nicht so! So nicht! So nicht! Ah.
Was glaubst du, wenn heute wieder nicht geprobt werden kann? Das Quintett kann nicht gespielt werden, wenn ich nicht spielen kann. Wenn du nicht spielen kannst, nicht? Nicht. Überhaupt nicht. Es ist ein Quintett. Verstehst du? Gehst du mit mir aus? Morgen. Morgen in Augsburg? Ja, da gehen wir miteinander aus. Es muss wehtun. Der hat ganz schön zugebissen. Zugebissen? Es ist nicht meine Schuld. Ich... Schon gut. Hör auf! Ich springe! Du springst. Da springt er auch! Max! Max, beißt tief. Es ist nicht meine Schuld. Ich springe! Siehst du? So! So, siehst du? Und er springt auch. Max darf nicht gereizt werden, verstehst du? Max versteht keinen Spaß. Du musst dich genau an die Abmachung halten. Erst wenn ich dir das Zeichen gebe mit dem Daumen, verstehst du, springst du. Du bist früher gesprungen. Früher gesprungen? Wenn ich sage Max, dreimal Max, dreimal kurz Max, springst du wie abgesprochen. Er muss dich anspringen, mich nicht. Du irritierst ihn. Du irritierst das Tier. Ich kann ja den Purzelbaum nicht machen, verstehst du? Max versteht keinen Spaß. So, siehst du. So. Die Nummer steht 2 Jahre. Immer wieder kommt es zu Pannen. Keine Panne mehr. Verstehst du? Keine Panne mehr! Das nächste Mal reißt er mir noch den ganzen Arm ab! Präzise! Wie mein Onkel immer sagt, präzise! Präzision zur Gewohnheit machen. Verstehst du? Intelligenzler. Lass mich allein. Der 2,5-fache Sprung gekostet hat. 1 Jahr. Verstehst du? Jetzt beherrscht er den Sprung. Man darf ihn nicht aus den Augen lassen. Morgen in Augsburg. Neue Bandagen. Verstehst du? Max sagen, ruhig Max sagen und ihn nicht aus den Augen lassen. Hypnose, verstehst du? Mein Onkel hat für Hypnose nichts übrig. Die Tiere gehorchen mir. Umgekehrt gehorche ich den Tieren. Verstehst du? Hypnose. Oh.
Im Ernstfall sich hinwerfen. Das hast du doch in der italienischen Truppe gelernt, wie man sich hinwirft. So. So ist es richtig. Idiotisch. Eine Verschwörung. Mit den Tieren einerseits, gegen die Tiere andererseits. Einerseits, andererseits. Zuerst Angst, dann die Vorliebe für die Angst. Sagt mein Onkel. Der Herr Garibaldi. Der Herr! Die klassische Musik bringt mich um. Das Forellenquintett! Die ganze klassische Musik. Seine Tochter hättest du sehen sollen. Eine Schönheit. Sie war ganz verstümmelt. Vorher hatte ihr Vater noch sie die Übung, wie verneigt man sich, üben lassen. 14 Mal. Wie er diese Übung ja auch seine Enkelin 14 Mal machen lässt. Sie hat einen Fehler gemacht. Verstehst du? Das Schlüsselbein steckte ihr in der Schläfe. In der Schläfe? Begräbnis dritter Klasse. So liebt der Vater die Tochter, dass sie dann verscharrt wird. Schon ein Jahr später wusste kein Mensch mehr, wo. Er suchte sie vergeblich auf dem Friedhof. Seither fährt er nicht mehr nach Osnabrück. Osnabrück? Nicht mehr. Nicht mehr Osnabrück? Wie ein Hund die eigene Tochter verscharren lassen. Siehst du? Die höchsten Schwierigkeitsgrade und immer rücksichtslos. Immer die gleichen Übungen, immer die gleiche Rücksichtslosigkeit. Er kennt keine Müdigkeit. Er kennt kein Aufhören, keinerlei Aufmucken. Einmal im Jahr ein neues Kleid oder ein paar Gummistiefel. Sonst nichts. Er nennt sie die einfachen Geschöpfe. Das Genie ist der Vater, mein Onkel, der die Geschöpfe tanzen oder dressieren oder jonglieren lässt. Der von unten hinaufschaut, ist das Genie. Verstehst du? Wenn das Kind einmal länger Toilette macht, bekommt es eine Ohrfeige und wird durch Verdopplung der Übung bestraft. Wie verneige ich mich? Verstehst du? Diese Übung, 1, 2, 1, 2, 1, 2, verstehst du? Und in der Nacht plötzlich aufstehen müssen und die Übung machen. Wie verneige ich mich? Da, Rettich. Rettich, da. Wenn das Nachthemd nass ist, kein Mitleid. Aber einmal wirft es sich weg. Ein solches Geschöpf, stürzt es sich in die Manege. Die Verrücktheit eines einzigen Menschen, in welche dieser Mensch rücksichtslos alle anderen hineintraktiert, der nichts als die Vernichtung im Kopf hat. Im Regen die Übung machen, bei 3 Grad. Wie verneigt man sich? Das Cello und die Peitsche. Verstehst du? Ich bin ein dummer Mensch, sagt er.
Vor allen Leuten! Kunststücke machen! Üben! Dafür hasse ich ihn. Verachtung für alles, verstehst du? Das Gegenüber? Immer. In jedem Fall ein Idiot. Mit seiner Enkelin ist er in Venedig gewesen. In jedes Schauspiel sind sie gegangen. Auch auf dem Markusplatz, im Regen, bei 2 Grad Celsius, hat sie üben müssen, wie verneigt man sich. Wenn du Max anschaust. Hypnose musst du denken. Es handelt sich um Hypnose. Wenn du das vergisst, reißt er dir ein Stück Fleisch heraus, wie mir. Schnaps nicht. Zuerst Schnaps, dann Bier. Mit Schnaps? Mit Bier? Mit Bier. Bier. Hypnose. Verstehst du? Dabei kann ich von Glück reden. Sterbensglück, aber glaubst du, er hätte die Tiernummer ausfallen lassen? Ein Stück Fleisch herausgerissen und die Tiernummer findet statt, verstehst du? Weil er hinter uns allen her ist. Immer 2 Schritte hinter uns. Oder er steht schon vor uns. Auch wenn er nicht da ist, ist er da. Beobachtet uns, verstehst du? Belauert uns. Mit seinem eigenen Holzbein erschlagen. Wie einen Hund. Wie ein Hund? Wie einen Hund. Und immer pünktlich das Forellenquintett. Hier unter der Achsel zieht es. Ein ziehender Schmerz. Und allmählich verliere ich die Sehkraft. Das hat mir der Arzt prophezeit. Die Sehkraft? Morgen in Augsburg muss ich den Augenarzt aufsuchen. Morgen in Augsburg? Sich einen Menschen halten wie ein Tier. Verstehst du? Wir sind nichts als Tiere. Das Klavier, die Viola, die Bassgeige, die Violine. Tiere! Nichts als Tiere! Absichtlich lässt er das Kolophonium fallen. Neuerdings auch vor dem Jongleur. Der Jongleur muss auf den Boden, da unter den Kasten. Der Herr Jongleur kriecht auf den Boden und apportiert meinem Onkel das Kolophonium. Der Herr Jongleur! Der Herr Garibaldi.
kürzeren Abständen. Verstehst du? Apportiert. Manchmal denke ich, beiß zu. Aber er tut es nicht. Er hat mir den Kopf abgebissen. Träume ich, dass er zubeißt. Der Herr Dompteur ohne Kopf. Verstehst du? Dass er ernst macht. Verstehst du? Der Kopf sagt Max und ist schon abgebissen. Die Hände auf den Kopf, aber ist kein Kopf mehr. Der springt mich an und beißt mir den Kopf ab. Unglaublich. Hinaus mit dir. In die Manege mit dir. Mach deine Späße. Bis bald. Auf dem ganzen Platz suche ich diesen Menschen. Eine Ungeheuerlichkeit! Morgen Augsburg. Die ganze Zeit der Jongleur allein in der Manege. Keine Spur vom Spaßmacher. Da versteht das Publikum keinen Spaß. Das Bier? Rett dich! Gestank. Für einen Betrunkenen ist kein Platz hier. Das ist kein Platz für einen Betrunkenen. Halte dich an die Regel. Aber ist immer das Gleiche. Man muss hinter euch her sein. Hinaus mit dir. Die Tiere brüllen vor Hunger und du frisst dich an. Hinaus. Fauler Hund. An den Nagel hängen. An den Nagel hängen. Diese Notenständer. Diese nutzlosen Notenständer. Das Forellenquintett. An den Nagel hängen. An den Nagel hängen. Die Schuhpasta ist ausgegangen. Die Schuhpasta ist ausgegangen. Morgen Augsburg! In Augsburg. Diese nutzlosen Notenstände. Das Forellenquintett. An den Nagel hängen, alles! An den Nagel hängen, alles! Idiot. Willst du das Cello? Das Cello, das Cello! Das Mancini oder das Hallo oder das Cello! Komm her, mein Kind. Höre. Die letzte Phrase. Leise. Crescendo, sage ich crescendo. Decrescendo, sage ich decrescendo. Sehr leise. Sehr, sehr leise. Die letzte Phrase. Wir sind von Bestien umgeben. Von Bestien. Decrescendo, decrescendo, crescendo, crescendo.
Mit mir allein, mein Kind. Morgen Augsburg. Schläfst du gut in der Nacht? Ich schlafe nicht, ich träume nicht. Zeig deine Beine. Dein Kapital. Deine Mutter hatte die schönsten Beine. Übst du auf das Genaueste? Üben! Aufwachen, aufstehen, üben, üben, üben! Die Kunst, auf dem Seil zu tanzen, ist ein Gottesgeschenk. Und die Zähne. Sag her. Gute Zähne, das Wichtigste. Machst du die Übung mit 13, 13 auf, 13 ab. Und die Übung mit 21, 21 auf, 21 ab. Keine Lektüre, mein Kind. Und merke dir, Ballett ist etwas anderes. Kein Ballett. Und höre nicht, was der Dompteur sagt. Und höre nicht, was der Jongleur sagt. Es ist ein Missverständnis. Verstehst du? Alles ein Missverständnis. Die Arme hoch! 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 Und nicht zu den Tieren! Nicht zu den Tieren! Deine arme Mutter. Und dann der Absturz. Zeig deine Hände. Gut. Die fortwährenden Warnungen ihres Vaters, meiner Person, nutzlos. Eines Tages isst sie zu den Tieren und die Tiere haben zugebissen, in das Geschöpf hineingebissen. Sie war tapfer. Die Ärzte haben sie gut zusammengeflickt. Kaum war sie zusammengeflickt, ist sie abgestürzt. Unaufmerksamkeit, ein Augenblick Angst, verstehst du? Ein Fehltritt. Die Arme hoch! 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 Keine Bibliothek in Augsburg! Kein Buch! Nichts! Nicht zu den Tieren. Nicht zu den Tieren. Auf dem Seil tanzen. Hoch oben in höchster Höhe. Ohne abzustürzen. Es ist ein schöner Anblick. Dieser Schrei, mein Kind. Sie war sofort tot. Wie du zum ersten Mal auf dem Seil gewesen bist, ich hatte Angst, Todesangst. Habe immer Angst. Die Musik ist es und das menschliche Gehör. Die Kunststücke sind es und die Musik. Jetzt bring mir das Cello. Nicht dieses Cello, mein Kind, nein, nicht das Magini, das Ra-Cello. Einmal vor aller Öffentlichkeit in der Manege. In aller Öffentlichkeit. Vielleicht im Herbst in Nürnberg. In Nürnberg? Aber stillschweigen, stillschweigen, stillschweigen. In der Manege, das Forellenquintett. Zuerst tanzt du auf dem Seil,
Dann spielst du die Viola. Leise, sehr leise. Crescendo, decrescendo. Perfektion, absolut. Die Leute kommen und sehen und hören. Sie kommen in eine Zirkusvorstellung und hören das Forellenquintett. Aber bis es soweit ist, bis Nürnberg, muss geübt werden, geübt werden, geübt werden. Schubert, sonst nichts. Die Leoparden nicht, die Löwen nicht, die Pferde nicht, nur du und Schubert. Die Tellernummer nicht, nur Schubert und du. Dann ist es keine Probe, sein Konzert. Aber dieser fürchterliche Mensch mit seinen immer neuen Verletzungen und der Jongleur mit seiner Perversität, der entsetzliche Charakter des Spaßmachers, diese fürchterlichen Menschen. Eine Kostbarkeit. Ich habe es in Venedig gekauft, mit dem Erbe deiner Mutter. Ihr ganzes Vermögen hat mich dieses Cello gekostet. Und hier, siehst du, hier ist das Wort Ferrara eingraviert. Das heilige Wort Ferrara. Ich habe ihn zweimal gehört. Einmal in Paris, einmal in London, Casals. Es ist ein Unterschied. Hörst du den Unterschied? Kannst du den Unterschied hören? Jeden Tag frage ich dich, hörst du den Unterschied? Hörst du ihn? Es ist eine hohe Kunst, die Hörkunst, mein Kind. Die Kunst ist, dass man hört. Und immer, dass man das Richtige hört. Den Unterschied hört. Hörst du den Unterschied? Bring mir das andere. Hörst du den Unterschied? Dieser Unterschied. Es ist unmöglich, ab 5 Uhr nachmittags auf dem Magini-Cello zu spielen. Am Morgen auf dem Magini, am Abend auf dem Ferrara. Wir befinden uns nördlich der Alpen, mein Kind. Und? Wir sind nördlich der Alpen. Richtig! Wir sind nördlich der Alpen. Nicht auf dem Magini-Cello, nördlich der Alpen, nicht auf dem Magini-Cello. Die Probe findet statt. Und wenn ich sie alle mit Fußtritten an ihre Instrumente treten muss. Der Herr Dompteur glaubt sich tagtäglich eine neue Verletzung leisten zu können. Und der Jongleur klagt über seine Nierenschmerzen. Der Spaßmacher schützt mir schon seit Jahren eine undefinierbare Krankheit vor. Die Probe findet statt. Man muss unaufhörlich proben. Wer nicht probiert, erreicht nichts. Wer nicht übt, ist nichts. Man muss unaufhörlich proben, unaufhörlich, verstehst du? Unaufhörlich auf dem Seil, unaufhörlich auf der Viola, unaufhörlich. Man darf nicht pausieren, man darf nie absetzen. Ein Morgeninstrument. Kein Abendinstrument, kein Abendinstrument. Hörst du? Das ist es. Ja, das ist es. Crescendo, wenn ich crescendo sage, decrescendo, sage ich decrescendo. Perfektion. Die Kunst ist eine mathematische Kunst, mein schönes Kind. Gib mir die Hand. Du frierst ja, mein Kind. Eins, zwei, 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 eins, zwei. So.
Handtuch, jetzt ist dir warm, mein Kind. Und wie verneigt man sich? So verneigt man sich. So. Du beherrschst dein Gesicht nicht, mein Kind. Du musst dein Gesicht beherrschen. Morgen in Augsburg. Hörst du? Ganz anders. Hörst du diesen Ton? Hörst du den Unterschied? Das Ferrara-Cello! Die Weltkörper sind Versteinerungen. Ist es ein Unglück, wird es das ganze Leben fortgesetzt. Ein Garibaldi, kein Künstler, unvorstellbar. Ist eine Frage der Luftschichten. Verstehen Sie? Eine Frage der Luftschichten. Metaphysik vielleicht. Starr und flüssig. Polare Entgegensetzungen. Vereinigt in dem Begriff von Feuer. Wie weit sind die Leute? Es muss alles rasch gehen. Morgen um 6 will ich in Augsburg sein. Schon wenn die Vorstellung anfängt, Abbau des Zelts. Die Zuschauer sitzen noch da, aber das Zelt ist nicht mehr da. Weiter, weiter, gleich weiter. Wie viele waren denn da? Nichts Deprimierenderes als die letzte Vorstellung. Ich hasse. Ich sehe ja nichts. Ich rieche nur diesen üblen Geruch, den die Zuschauer ausströmen. Es ist lächerlich, immer wieder diese Bemerkung zu machen. Aber der Geruch der Zuschauer ist ein abstoßender. Ich sehe nichts, das ist wahr. Aber ich rieche, wo ich bin. Dieser Geruch, denke ich. Ah, Koblenz. Dieser Geruch. Ah, Berlin. Dieser Geruch. Nürnberg. Etc. Ich rieche, wo ich bin. Augsburg ist das Schlimmste. Die Tiernummer verkürzen. Die Tellernummer verkürzen. Du Schwarzmacher, die Späße reduzieren. Verstehen Sie? Frisches Fleisch morgen in Augsburg. Wenn das so leicht wäre mit dem Frischfleisch. Alle um 5 Uhr früh in die Freibank. Auch du, mein Kind. Und binde dir den Schal um. Die Freibank. Frischfleisch, hast du gehört? Frischfleisch. In der Kindervorstellung keine Kürzung. Der Spaßmacher extra. Immer wieder der Spaßmacher. Und keine großen Reden, mein Herr Jongleur. Und alle Tiere. Alle Tiere. Es ist widerwärtig. Meine ganze Kindheit. Eine Schreckensherrschaft. Man darf die Not nicht vergessen, die die Kindheit gewesen ist. Jede Kindheit. Achte auf deinen Rücken, wenn du dich bückst. Du bückst dich zu leichtfertig. Unbewusst doch bewusst, verstehst du? Immer sage ich ihr das Gleiche. Nicht allen Leuten immer das Gleiche sage. Aber alle diese Leute ändern sich nicht. Aber es ist unmöglich, damit aufzuhören, mit diesen Ermahnungen. Die Körper wie die Köpfe betreffend. Körper und Köpfe betreffend. Alles unter ständiger, in ständiger Kontrolle. Wie verneigt man sich? Also! So. Gut so. Finden Sie, dass sich meine Enkelin richtig verneigt? Sie verneigt sich richtig, Herr Garibaldi. Kopf und Körper. Körper und Köpfe. Unter ständiger Kontrolle. Die Gedankenlosigkeit ist das Abstoßende. Ah, Verona. Wie man sieht. St. Zeno. Mein Vater im Sterben. Auf dieser armseligen Bettstelle, wissen Sie, in einem ungeheizten Zimmer. Steinboden, das Leintuch als Leichentuch,
Tödlich, verstehen Sie, alles tödlich. Da auf einem solchen Steinboden hatte mein sterbender Vater sein Lager. Unsere Mutter, wer weiß, wo sie war, da sagte mein Vater, sterbend, lasst es nie in eurem Leben so weit kommen. Ein anderer Nagel. Ein anderer Nagel gehört eingeschlagen. Richten Sie es gerade, ist es gleich wieder schief. Ein anderer Nagel? Es ist noch nicht gerade. Es ist noch nicht gerade. Noch immer nicht. Noch immer nicht. Noch immer nicht. Noch nicht. Ja, jetzt. Ah. Sie hätten das Bild nicht mehr berühren sollen. Nein, nein, nein. Ja, jetzt, jetzt. Weg, weg, mein. So, jetzt ist es gerade. Sie hätten das Bild nicht mehr berühren sollen. Mich irritiert es ja nicht, Sie irritiert es. Sie leiden darunter, ich leide nicht darunter. Blanke, blitzblanke Spiegel, das lieben Sie. Ihre Schuhe im Hochglanz. Sie haben, wie ich weiß, immer ein Schuhfätzchen in Ihrem Hosensack. Im Hosensack rechts. Rechts ein Schuhfätzchen, links ein Taschentuch. Ja, zeigen Sie. Schuhfätzchen, Taschentuch. Schuhfätzchen, Taschentuch. Zeigen Sie nur. Zeigen Sie. Drehen Sie Ihre Hosensäcke um. Drehen Sie sie um. Sehen Sie, nicht in Ihrem linken Hosensack haben Sie das Taschentuch, sondern rechts. Links haben Sie das Schuhfätzchen. Auch Sie irren, Herr Jongleur. Stecken Sie alles wieder ein. Taschenspielerei. Taschenspielerei. Ein ordentlicher Mensch hat im rechten Hosensack ein Schuhfätzchen und im linken Hosensack ein Taschentuch. Und er verwechselt nicht linken und rechten Hosensack. Und er hat ein saubereres weißes Taschentuch. Ich frage Sie nicht, wie viel saubere weiße Taschentücher Sie besitzen. Er wäscht sich die Taschentücher selbst. Er ist unverheiratet und wäscht sich die Taschentücher selbst in einem eigens dafür bestimmten Lavoir. Denn das ginge ja nicht, dass er sich im gleichen Lavoir, in dem er sich die Taschentücher wäscht und die Schuhfätzchen wäscht, auch Schuhfätzchen müssen ab und zu gewaschen werden, mein Kind, auch das Gesicht wäscht. Einmal in Iserlohn haben Sie sich in das Schuhfätzchen geschneuzt und mit dem Schuhfätzchen die Nase geputzt. Erinnern Sie sich, als Sie diesen fürchterlichen, langanhaltenden Schnupfen hatten? In Iserlohn und in Marburg an der Lahn. Und das vor Publikum. Frischfleisch, morgen in Augsburg. Frischfleisch. Was für ein abstoßender Mensch. Hast du deine Späße gemacht? Wie verneigt man sich? Crescendo, wenn ich Crescendo sage, decrescendo, sage ich decrescendo. Es gibt in der Kunst, gar in den Kunststücken, kein Pardon. Diese Entwicklung muss allein gegangen sein.
den Schwachsinn in einem einzigen Augenblick zum Genie machen. Wenn ein Körper im Ganzen in ein Verhältnis tritt, so treten seine Teile in ein ähnliches Verhältnis, wie der ganze Körper tritt. In diese Hunderttausende von Richtungen, in die ich hätte gehen können, in eine einzige bin ich gegangen. Aber ich bin kein Beispiel. Tatsächlich bin ich gescheitert. Der Direktor ist immer gescheitert. Die Versuche, die ich gemacht habe, gescheitert. Die Möglichkeiten, die ich gehabt habe. Weil sich einem Menschen wie ich in fortwährender Beobachtung der anderen Menschen vernichten muss. Die anderen sich entwickeln lassen, verbietet sich einem Menschen wie ich. Eine an sich mittelmäßige Verwandtschaft und die hohe Kunst andererseits und die fortwährenden Versuche, die Mittelmäßigkeit der Verwandtschaft in diese hohe Kunst oder besser in diese sogenannte hohe Kunst hinein und hinunterzustoßen. Diese tagtägliche Quintettprobe ist keine Marotte. Die Viola so spielen, wie du auf dem Seil tanzt. Die Violine absolut zu ihrem Kopf machen und umgekehrt. Wissen Sie? Die Bassgeige ist ein Unglück. Verstehst du? Immer wieder. Die Bassgeige ist ein Unglück. Immer diese Verzögerung, diese Verletzung, diese Launen. Immer ist es der Dompteur, der das Quintett sabotiert. Sabotage! Sabotage! Die Wunde eitert ihm, sagt der Dompteur, mit einer eitrigen Wunde. Die Wunde eitert ihm, die Wunde eitert ihm mit einer eitrigen Wunde. Aber es ist ein Quintett, kein Quartett. Und weil er fortwährend eitrige Wunden an seinem Körper hat, besauft er sich. Und dann ist es ihm unmöglich, sich auf dem Klavier zurechtzufinden. Er findet sich auf dem Klavier nicht zurecht. Den Stimmton bitte. Jetzt gelänge, was uns schon lange nicht gelungen ist, aber der Dompteur macht alles zunichte. Rettich. Überall Rettichgestank. Die Rücksichtslosigkeit ist ein Kunstwille. Die einzige Möglichkeit ist die Rücksichtslosigkeit. Aber die Umwelt ist nichts als Dummheit und Krankheit und Unverständnis. Jahrzehnte spiele ich gegen den Stumpfsinn das Cello. Aber es ist kein Ende abzusehen. Es ist kein Ende abzusehen. Perfektion. Die Gesellschaft stößt, wer gegen sie verstößt, aus. Lebenslänglich, mein lieber Herr Jongleur, lebenslänglich. Sie jonglieren mit Ihren Tellern ja auch lebenslänglich gegen die Gesellschaft. Ihr Kopf kommt nicht zur Ruhe gegen die Gesellschaft. Melancholiker. Mit dem Bogen, mit dem Geigenbogen, mit dem Bassgeigenbogen, mit dem Cellobogen gegen alles. Der Kopf ist von der Kunst, die einer macht, nicht mehr in Ruhe gelassen. Hört er auf, ist er tot. Sich mit dem Bogen in den Tod hineinstreichen. Wie er dir die Wurststücke und die Rettichstücke zuwirft. Es ist Ihnen nicht gelungen, meiner Enkelin das Nasebohren abzugewöhnen. Kaum sitzt sie auf dem Sessel, bohrt sie in der Nase. Das ist eine Verunstaltung, mein Kind. Auch während du spielst, bohrst du in der Nase. Das ist abstoßend, während des Forellenquintetts in der Nase bohren. Und diese fürchterliche Gewohnheit, in das Andante hineinzuhusten. Ein so ausgezeichneter, geschulter Kopf und eine solche fürchterliche Gewohnheit... Sie müssen mir Malz einnehmen, eine größere Menge Malz, verstehen Sie?
Und wenn Sie die Atemübungen, die ich Ihnen empfohlen habe, auch wirklich machen, um 6 in der Frühe hinaus, gleich wo und sei es in Augsburg, eine Stunde oder auch nur eine halbe Stunde in der frischen Luft, aber Sie befolgen nicht, was ich sage, so haben Sie auch Schwierigkeiten mit dem 18. Teller. Das gelingt Ihnen nicht, weil Sie Schwierigkeiten mit der Atmung haben. Atmungsschwierigkeiten. Alle habt ihr Atmungsschwierigkeiten. Die Atmung funktioniert nicht, das ist es. Wenn die Atmung nicht funktioniert, funktioniert auch nicht die hohe Kunst. Für einen Künstler, für einen praktizierenden Künstler, noch dazu für einen Artisten oder für einen solchen, der ausübender, praktizierender Künstler und dazu auch noch Artist ist, ausübender Artist, ist die Beherrschung der Atmung das Wichtigste. Ihre Sprache ist ja auch nur aus kürzesten Sätzen zusammengesetzt. Nur aus kürzesten Sätzen besteht Ihre Sprache. Was Sie sagen, ist abgehackt. Alles ist abgehackt, was Sie sagen. Das deutet darauf hin, dass Sie die Atmung nicht beherrschen. Das ist eine Schande für einen Artisten. Die Störungen abschaffen, die Organismus gebrechen. Das ganze Leben bin ich damit beschäftigt. Jetzt! Gut so! Aber das Klavier hat uns wieder im Stich gelassen. Also kaum spielen wir ein paar Takte, husten Sie hinein. Oder dem Spaßmacher fällt die Haube vom Kopf. Ständig rutscht ihm die Haube vom Kopf. Hast du denn keine Haube, die dir nicht ständig vom Kopf herunterrutscht? Kaum sitzt er da, rutscht ihm die Haube herunter. Dann sieht er nichts. Und ein Misston ist da. Sofort ist ein Misston da. Ist ein Misston da, weiß ich, ihm ist die Haube heruntergerutscht. Gibt es dann keine Methode, dass ihm die Haube nicht mehr herunterrutscht? An den Kopf anschrauben. Aber man kann sie ihm nicht an den Kopf anschrauben. An den Kopf. Da rutscht die Haube. Die Haube rutscht und meine Enkelin lacht. Rutscht die Haube, lacht meine Enkelin. Zuerst rutscht die Haube. Dann lacht meine Enkelin. Der Spaßmacher hat nicht zu lachen. Er hat nichts zu lachen. Nichts zu lachen. Nichts zu lachen. Der Spaßmacher hat nicht zu lachen. Er hat nichts zu lachen. Der Spaßmacher nicht. Dieses Lachen kommt dich teuer zu stehen. 4 Tage Kartoffelsuppe, dann vergeht dir das Lachen. Oder ich habe diesen fürchterlichen rheumatischen Schmerz, den ich mir auf dem Stilfser Joch zugezogen habe. Sie erinnern sich, auf dem Stilfser Joch. Auf dem Stilfser Joch. Auf dem Stilfser Joch. Ein Luftzug. Ein Luftzug nur. Ein Luftzug. Ein Luftzug. Dieser fürchterliche Rückenschmerz. Aber ich verliere nicht die Beherrschung. Ich gestatte mir den Schmerz nicht während des Spiels. Hören Sie, die Temperatur sinkt. Hören Sie, die Temperatur sinkt. Ich bemerke an dem Celloton, dass die Temperatur sinkt. Morgen in Augsburg. Die Wärmflasche morgen in Augsburg nicht vergessen. Augsburg ist kalt. Kein größeres Vergnügen, als mit dem Quintett den Schmerz besiegen. Er wäre nicht der Spaßmacher, wenn er nicht von Zeit zu Zeit seine Haube... Das ist eine Unverschämtheit, die Haube fallen zu lassen. Eine ganz bestimmte Kopfbewegung und die Haube fällt. Ja, fällt die Haube, fällt die Haube. Eine Unverschämtheit. Eine Unverschämtheit. Eine peinliche Situation. Eine Unverschämtheit. Eine Unverfrorenheit.
Sie lachen zu sehen, Sie nicht nur lachen zu hören, sondern Sie lachen zu sehen bei diesem widerwärtigen Anlass. Es gibt nichts Abstoßenderes als das unmotivierte Lachen eines intelligenten Menschen. Sie dürfen nicht abrupt aufspringen. Sie wissen, dass Sie nicht abrupt aufspringen dürfen. Morgen, Augsburg. Mein ganzes Leben ist eine Qual. Alle meine Vorstellungen sind zunichte. Aber nicht genug, wird man noch fortwährend aufgezogen, desavouiert, hintergangen, ausgelacht. Du machst mich wahnsinnig, wenn du die Haube mit beiden Händen an deinem Kopf festhältst. Ein Albtraum. Ein Albtraum. Eines Tages bringe ich diesen Menschen um. Meinen Neffen. Obwohl er weiß, wir warten auf ihn, kommt er nicht. Es ist ein Quintett, kein Quartett. Es heißt nicht Forellenquartett, es heißt Forellenquintett. Die Tiere, die eingehen, verfüttert er an die anderen. Immer lungert der Mensch herum, frisst, säuft. Ein Zersetzer! Na, ich bin genug gestraft. Vielleicht ist es nur eine Frage des Stoffes. Was ist das für ein Stoff? Seide! Seide ist es! Seide! Seide ist es! Es ist Seide! 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 Muss es Seide sein? Es muss nicht Seide sein! Seide muss es nicht sein! Leinen! Gestärktes Leinen! Seide muss es nicht sein, mein Kind! Leinen! Gestärktes Leinen! Gestärktes Leinen! Gib her! Zeig her! Gib her! Seide! Ich kann mir vorstellen, dass eine Haube aus Leinen, aus gestärktem Leinen auf dem Kopf bleibt. Da, auf dem Kopf bleibt. Auf dem Kopf die Haube. Da, auf dem Kopf. Eine Leinenhaube, natürlich. Morgen in Augsburg. Morgen in Augsburg, mein Kind. Aufsetzen. Die Haube aufsetzen. Die Haube aufsetzen! Eine Verrücktheit! Eine Mord! Ein Krankheitserreger! Ein Krankheitserreger! Ein Krankheitserreger! Morgen, Augsburg. Alles ist gegen die Probe, gegen mich. Ihr seid alle gegen mich. Ich sollte euch alle zum Teufel jagen! Je weiter nach Norden, desto größer die Schmerzen. Gibt es denn in Augsburg überhaupt einen Arzt? Einen Rheumaspezialisten? In diesem muffigen, verabscheuungswürdigen Nest? In dieser Lechkloake? Du musst mich heute noch einreiben, mein Kind. Von unten nach oben, verstehst du? Ganz langsam, von unten nach oben. Den Saft schütteln, schütteln den Saft. Der Rückenschmerzsaft gehört gut geschüttelt. Schütteln, schütteln, verstehst du? Diese Rheumatismus-Säfte müssen gut geschüttelt sein. Oder ich lasse mich doch von meinem Neffen einreiben. Diese großen, diese riesigen Handballen meines Neffen tun mir gut. Deine Hände sind Hühnerknochen, wie Hühnerknochen. Nein, diese riesigen Handballen meines Neffen, wissen Sie? Zum Einreiben ist mein Neffe gut genug, sonst ist er für nichts. Dieser missratene Mensch, der die Gewohnheit hat, ständig auf dem Klavier, noch dazu auf dem offenen Klavier, riesige, die größten Rettiche zu essen.
einen solchen durch und durch unmusikalischen Menschen an das Klavier zu setzen? Weil man dazu gezwungen ist? Das Klavier als Biertisch, als Unterlage für das Verzehren, für das unaufhörliche Verzehren von Rettich. Alles stinkt nach Rettich. Nach Rettich. Nach Rettich. Nach Rettich. Er ist ein Tier. Ein uneheliches Tier. Weil es sich um Verwandtschaft handelt. Ein Indiz, ja. Aufgepäppelt. Aus der Strafanstalt herausgeholt und aufgepäppelt. Das Erste ist, sich Rettich zu verschaffen. Diese ungeheuren Mengen Rettich, die er verzehrt. Rettich. Mir Rettich. Sodomie! Sodomie! Bierrettich, Sodomie, verstehen Sie? Sodomie! Sodomie! Müssen wir uns das gefallen lassen, dass dieser Mensch tagtäglich die Probe sabotiert? Die Idee ist der Wahnsinn. Was sitzt du da und starrst ihn an? Das Kind ist von ihrer Persönlichkeit fasziniert. Das schadet seiner Kunst. Den Jongleur anstarren und alles andere vernachlässigen? Keine Disziplin mehr auf dem Seil, aber den Jongleur anstarren? Die Viola nichts, aber den Jongleur anstarren. Die Rechenaufgabe nicht lösen. Vergessen, die Hosenknöpfe anzunehmen. Ein übles Geschöpf, mein Kind. Morgen in Augsburg kaufe ich dir die ganze grauenhafte Literatur und du wirst vor lauter Auswendiglernen keine Zeit mehr haben für den Jongleur. Und der Herr Jongleur hat keinerlei Recht, die Dummheit und die Unsinnigkeit meiner Enkelin auszunutzen. Man muss ihm die Haube an eine Schnur nähen und die Schnur ihm unter dem Kinn zuziehen. Aber Herr Caribaldi, das ist es ja, worüber die Leute lachen, wenn ihm die Haube vom Kopf fällt. Das ist es natürlich, das ist es. Malz, mehr Malz. Am Morgen in Augsburg. Ein Kompromiss ist erforderlich. Ein Kompromiss? Ein Kompromiss? Was für ein Kompromiss? Es ist ganz einfach. Einfach? In der Manege darf er die Schnur, wenn eine solche angenäht ist... Wenn eine solche? Wenn eine solche wirklich angenäht ist... Wenn eine solche? Wenn eine solche wirklich angenäht ist, nicht zuziehen. Damit die Haube nicht herunterfällt. Richtig. Damit die Haube fallen kann. Fallen kann. Fallen kann? Fallen kann. Fallen kann. Fallen kann. Aber in Ihrer Gegenwart, Herr Caribaldi... hat er die Haubenschnur festgebunden. Zugezogen und festgebunden. 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 Seht Sie. Festgebunden. Festgebunden? Tritt der Spaßmacher auf, hat er die Haube nicht festgebunden. Tritt er nicht auf, tritt er vor Ihre Augen, Herr Caribaldi, hat er sie festgebunden. Nicht festgebunden. Festgebunden. Nicht festgebunden. 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 Die Haube ist nicht festgebunden, damit sie fallen kann. Damit sie fallen kann. Fallen kann. Natürlich! Trittst du auf, hast du die Haube nicht festgebunden. Trittst du nicht auf, hast du sie festgebunden. Er hat sie festgebunden, wenn wir das Forellenquintett spielen. Immer während der Probe hast du sie festgebunden. Sehen Sie, es ist ganz einfach. Tritt er auf, hat er die Haube nicht festgebunden, damit sie fallen kann. Tritt er nicht auf, hat er sie festgebunden. Ja, ich kann es nicht ertragen, wenn ihm die Haube vom Kopf herunterfällt. Trittst du auf, hast du sie festgebunden. Nicht festgebunden, damit sie fällt. Damit sie fällt, festgebunden. Nicht festgebunden. Nicht festgebunden, natürlich. Trittst du nicht auf, hast du sie festgebunden.
Morgen in Augsburg. Eine Schnur. Spagat am besten. Am besten natürlich Spagat. Und festziehen, festziehen. Unter dem Kinn, unter dem Kinn. So, siehst du? Fest, so. Fest, sehr fest. Fest, fest. Fest. Damit die Haube nicht herunterfallen kann. Denn dann lacht niemand. Sein ganzer Auftritt ist darauf aufgebaut, dass ihm die Haube herunterfällt. Darauf aufgebaut. Und dass er selbst alle Augenblicke zu Boden fällt. Stürzt. Stürzt, stürzt. Alle Augenblicke. Das ist Ihre eigene Erfindung, Herr Garibaldi. Dass er die Haube verliert und dass er alle Augenblicke selbst hinfällt. Die Haube verliert, die Haube hinfällt, hinfällt, die Haube verliert. Abwechselnd fällt ihm die Haube vom Kopf, fällt er hin. Es ist Ihr Einfall, Herr Garibaldi. Das ist mein Einfall. Es ist nur wichtig, dass die Haube zum richtigen Zeitpunkt vom Kopf fällt. Das ist wichtig. Hast du gehört? Hast du gehört? Das ist wichtig. Wichtig. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Wichtig. Casals ist nie mehr nach Spanien zurück. Nie mehr, verstehen Sie? Nie mehr. Und du? Hast du dein Instrument gestimmt? Ist es gestimmt? Gerade weil du kein absolutes Gehör hast. Du treibst dich herum und stimmst dein Instrument nicht. Kakophonie! Wie du dir die Zähne nicht putzt, stimmst du auch dein Instrument nicht. Dieser üble Geruch, wenn er den Mund aufmacht. Gut, dass die Manege so groß ist. Sonst vertriebe er mir mit seinem üblen Geruch auch noch die Zuschauer. Wie viele waren denn da? Viele? 2 Dutzend. Vor 2 Dutzend Leuten zu spielen. Morgen in Augsburg. Man merkt das Hochschulstudium. Die Akademie merkt man. Die Voraussetzung ist ein gestimmtes Instrument. Ich bin nicht gewillt, Zeuge einer Kakophonie zu sein. Ich glaube nicht, dass die Probe zustande kommt. Soll er nur auftauchen? Soll er nur kommen, mein Neffe? Der Herr Dompteur. Gib her. Die Viola. Viola d'abbraccio. Auf die Zarge kommt es an. Natürlich kommt es auf die Zarge an. Tagtäglich prüfe ich eure Instrumente. Kein Mensch kann ein Instrument selbst stimmen. Wie wenn es unmöglich wäre, die Zunge herauszustrecken. Das ist abstoßend. Eine 2. Schachtel Kolophonium. Morgen in Augsburg. Einreibemedizin. Einreibemedizin. Mit dir gehe ich an den Lech und lasse dich auf der Lechbrücke 300 Mal. Ich soll meine Viola selbst stimmen, sagen. Es gibt natürlich Musiker. Tatsächlich sogar Orchestermusiker und sogar solche in philharmonischen Orchestern, die ihr Instrument nicht selbst stimmen können. Sie bilden sich ein, sie können das, aber sie haben überhaupt kein Gehör. Zur Geistesschwäche dieser Leute, dieser sogenannten Philharmoniker, kommt auch noch die Gehörschwäche. Diese Schritte beweisen ja, dass er betrunken ist. Dass dieser Mensch betrunken ist. Es ist eine Unglücksreise nach Augsburg. Nach Augsburg. Ja, morgen Augsburg. Betrunken, stinkend. Als ob dir immer ein Rettich im Maul verfault.
Dieser Mensch tritt nur mehr als Betrunkener auf. Er schützt seine Verletzungen vor. Er hasst nichts tiefer als das Forellenquintett. Er ist von seiner Brutalität besessen. Ein abstoßender Mensch in der Rolle eines abstoßenden Menschen. Dass wir nur mit dem Abstoßenden verwandt sind, verschwistert und verschwiegert mit dem Abstoßenden. Aus einem Ungeheuer einen Menschen, gar einen Artisten, einen Musikkünstler machen? Als wäre die Probe möglich, die Probe ist unmöglich. Dieser Mensch hat sie wieder unmöglich gemacht. Unverschämtheit sitzt am Klavier. Der Kunstzertrümmerer. Der Kunstzertrümmerer. Der Kunstzertrümmerer. Der die Kunst zertrümmert. Der Niedrige am Klavier. Menschenmöglich, sehen Sie, menschenmöglich. Jahrzehnte, Jahrhunderte werden auf diese Weise zertrümmert. Der Kunstzertrümmerer. Die Bestien zertrümmern die Kunst. Hören Sie! Die Kunst wird zertrümmert. Das hätte ich wissen müssen, dass es sich um ein Tier handelt. Zweifellos eine Ungezogenheit. Eine Ungezogenheit, zweifellos. Es ist eine Komödie, Herr Garibaldi. Eine Komödie, was eine Tragödie ist. Das Kind weiß nicht, was hier gespielt wird. Sehen Sie, meine Enkelin. Ein braves Kind. Eine entsetzliche Szene, Herr Garibaldi. Eine entsetzliche Szene. Die Zustände. Die Umstände. Die Zustände wie die Umstände. Sie sind so. Umsonst. Alles wieder umsonst. Hinaus. Hinaus. Er muss hinaus. Das Tier muss hinaus. Das Tier weg. Weg das Tier. Weg, weg, weg! Das Tier weg. Weg das Tier. Natürlich, Herr Garibaldi. Er kann nicht mehr auf den Beinen stehen, Herr Garibaldi. Weg, weg, hinaus. Das Leben besteht darin, Fragen zu vernichten. Weg, weg, weg! Siehst du? Hörst du? Siehst du?
Morgen, Augsburg.